Konsum eines Konzerns. Drittens, Zunahme des Einkaufes von Betriebsmitteln. Viertens, Erhöhung der Betriebskosten und nicht das Gegenteil. Und dann noch, Verhinderung der herkömmlichen Produktion, die viel sinnvoller wäre. Und gerade das ist, was die Welt auch kaufen möchte. Warum sollen wir das produzieren, was der Markt nicht will? Ist auch egal jetzt, ob die Konsumenten sich da informiert fühlen oder nicht. Auch nicht informiert hat ein Konsument das Recht zu kaufen, was er will. Und das Recht wird zerstört. Und das Recht der Bauern hier in Europa wird auch zerstört, anders zu produzieren. Wenn ihnen gesagt würde, dass es alles gehen soll. Und ihr dann noch die Risiken davon tragen soll. Weil ja draufsteht, dass es gehen soll, auch wenn es nicht ist. Damit man nur die Verlagerung vereinfachen kann. Also dann ist es nochmal schwierig, wie das hier im Lande losgeht. Und dass man aus einer Pflanze auch Öl macht und Lecithin. Und das alles wird dann nicht gentechnisch verändert bezeichnet, sondern nur das Futtermittel. Kommt aber auf derselbe Pflanze. Etwas stimmt da nicht. Entweder nicht bei den Konsumenten oder nicht bei den Bauern, die Futtermittel. Also ich möchte an dieser Stelle mich mal für die Aufmerksamkeit bedanken und sagen, dass ich nichts gegen Soja habe. Aber die Art und Weise, wie sie produziert, hat Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Menschen, die davon leben, um das zu produzieren und auch die das konsumieren. Und wer da noch mehr Informationen von mir haben möchte, ich habe ja hier schon zwei Bücher angekündigt, würde sich mehr speziell auf die ganzen Ergebnisse konzentrieren möchte, die Doktorarbeit beim Beta Lang Verlag erschien im Januar 2007. Und für das breite Publikum freue ich mich ja, dass das ganz gut verkauft wurde. Die erste Auflage völlig ausverkauft, 2000 Exemplare. Ich freue mich auch, dass der EMO Verlag in Landstein für den Gesundheitsberater in der Lage ist, es in Brasilien zu produzieren, dass es auf Portugiesisch Ende dieses Jahres kostenlos erscheint, um Aufklärung bei den Produzenten zu schaffen. Denn ohne eine andere Art der Produktion wird die Konsumption erzwungen. Und dass ich hier auch mich ganz herzlich bei der Deutschen Gesellschaft bedanken möchte, denn ich wurde von Gilda der Entwicklungspolitik in diesem Lande finanziert und habe auch einen Beitrag hier zu leisten. Deshalb besten Dank.